Willkommen, meine lieben Freunde, zu wieder mal einer brandneuen Minecraft-News-Folge. Vor knapp einer Woche hatten wir ja erfahren, dass wir in 2 Tagen, also im Minecon Earth-Livestream, für 1 von 4 neuen Mobs voten können. Also das Mob sozusagen mit den meisten Stimmen wird dann von Minecraft persönlich, also von Mojang, ins Spiel eingefügt. Und bis dahin hatten wir allerdings nichts außer ein Bild des jeweiligen Mobs. Und genau wie angekündigt folgten diese Woche dann mehrere kleine Videos, 4 um genau zu sein, wo die einzelnen Mobs dann von Jeb persönlich etwas genauer erklärt worden sind. Am Ende des Videos bitte ich euch wieder oben rechts am Video-Voting teilzunehmen, um dann zu schauen, welches Mob jetzt der Sieger ist. Im letzten Video war es Mob C und das wurde ja nur anhand des Bildes sozusagen bestimmt, aber jetzt mit den Erklärungen dürfte da die ein oder andere Meinung von euch ja auch möglicherweise anders sein. Fangen wir somit also direkt mal mit Mob A an. Ich spare mir jetzt einfach mal die ganzen Clips immer einzublenden, sondern erkläre euch einfach mal in meinen Worten oder übersetze das Ganze einfach mal so verständlich in unsere Sprache, was Jeb denn selber in diesem Video dann gesagt hat. Ich hatte auf jeden Fall vermutet, wie viele andere von euch, dass Mob A eine Art Tintenfisch ist und halt unter Wasser lebt, wie es halt ein Tintenfisch so macht. Und das ist auch genau richtig. Dieses Mob nennt sich nämlich aktuell noch Monster der Tiefen des Ozeans. Es attackiert den Spieler mit seinem zungenartigen Tentakel und zieht ihn unter Wasser, um ihn zu ertränken. Es spawnt im tiefen Gewässer und benutzt seinen riesigen Mund, um sich fortzubewegen. Zitat von Jeb: Man sollte für dieses Mob voten, da der Ozean bisher wenig Content enthält und es würde es wesentlich aufregender machen, wenn man von Insel zu Insel reist. Coole Sache auf jeden Fall. Mob B nennt sich das Monster des Nachthimmels und ist ein fliegendes Mob. Es sieht aus wie ein Manta-Rochen und spawnt in Höhengebieten, also sozusagen in den Bergen. Jetzt aufgepasst, Freunde, ganz cooler Satz. Es ist süchtig nach Schlaflosigkeit und wird Spieler finden, die für mehrere Tage nicht mehr geschlafen haben. Krasser Shit auf jeden Fall. Es fliegt in Gruppen umher und stürzt sich dann per Sturzflug auf den Spieler und wird ihn ins Fleisch beißen. Jeb-Zitat immer am Ende des Videos: Du solltest für dieses Mob voten, beziehungsweise solltest diesen Mob auswählen, weil es bisher noch keine fliegenden Mobs in der Oberwelt gibt. Mob C, auch der Gewinner des letzten Votings meiner News-Folge, wird auch der große Hunger genannt. Dieses süß aussehende Mob hat einen riesen Maul und einen riesigen Appetit auf Verzauberungen. Es öffnet also sein riesiges Maul und versinkt im Boden, um sich zu tarnen. Und jedes Mob oder Item, was in sein Maul fällt, wird tatsächlich konsumiert. Jeb-Zitat: Du solltest für dieses Mob stimmen, weil es einige interessante, zauberhafte Kräfte hat. Vielleicht kannst du diese Fähigkeiten ja sogar zu deinen eigenen nutzen, um Verzauberungen von deinem Item oder beziehungsweise von deinen Items zu entfernen oder hinzuzufügen. Coole Sache, es ist einfach vom Mob zu Mob wird es immer besser. Mob D, auch schwebendes Inferno genannt, erinnerte mich ja persönlich stark an die Loen, also aus dem Nether. Was auch wirklich passt, denn diese 2 Mobs stehen in unmittelbarer Verbindung. Mob D ist nämlich die sogenannte Meisterlohe, mit Körperteilen, die aussehen wie Schilder, die zum Verteidigen genutzt werden. Es spawnt mit einer Gruppe von normalen Loen zufällig im Nether und es hat einen Schockwellenangriff, welcher sehr gefährlich für dich ist und du wirst definitiv Feuerresistenz benötigen, um dieses Mob zu besiegen. Wieder mal ein Zitat von Jeb: Du solltest diesen Mob auswählen, um den Nether noch gefährlicher und aufregender zu machen. Ich muss sagen, 4 unglaublich interessante Mobs. Am liebsten, muss ich zugeben, würde ich jedes einzelne davon ins Spiel einfügen. Da wir uns aber Samstag entscheiden müssen, könnt ihr nun eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben und nicht vergessen, oben rechts am Voting teilzunehmen. Mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall Mob B, einfach aus dem Grund, dass wir aktuell keinerlei fliegende Mobs in der normalen Oberwelt haben. Und trotzdem entscheidet euch natürlich mit Hilfe eurer eigenen Meinung. Wie gesagt, oben rechts einfach am Voting teilnehmen und es auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, würde mich auch wie immer sehr interessieren. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich auch wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. I didn't pay my rent today. It's so strange. Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it?